Hallo, ihr Zauberschön, heute ist Freitag und mir ist letzte Woche leider ein kleiner Fehler unterlaufen. Das haben einige von euch mitbekommen. Ich hatte ja dann auch noch drunter kommentiert. Ich habe es dann aber leider vergessen, irgendwie den Kommentar anzupinnen oder nochmal einem anderen Video anzukündigen, beziehungsweise was in den Community-Tab zu schreiben. Das war dann wirklich wie, ja, aus dem Kopf so ein bisschen. Ich hatte euch die Neuheiten für heute schon letzte Woche gezeigt, weil ich sie ein bisschen früher bekommen hatte. Und das tut mir leid. Quasi habt ihr aber schon mal einen Einblick gekriegt, was heute alles so schönes Neues in den Shop kommt. Ich sage ja immer dazu, ich kann euch leider nicht alles zeigen. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz schnell, was heute kommt. Die Stempelchen, die ich habe bei den Stanzen, bin ich mir auch schon gar nicht mehr sicher, ob die heute kommen oder ob die letzte Woche schon da waren. Bei den Stempeln bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und dann zeige ich euch noch, was ich mir noch dazu bestellt hatte von letzter Woche. Ist alles ein bisschen verwirrend, ich weiß, aber ich packe euch sowieso alles unten in die Infobox, alle Links. Und das ist eigentlich so wenig, dass ich euch theoretisch alles separat reinpacken kann. Also eigentlich so, wie ich es immer mache, ne? Ich packe euch den Neuheiten-Link unten rein und dann das Ganze packe ich euch ja dann einzeln rein, was ich euch noch dazu zeige. Ich zeige euch jetzt mal die Stempelchen noch mal ganz schnell, die heute reinkommen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt von letzter Woche, wo ich es euch dann quasi schon gezeigt habe und noch ein bisschen mehr dazu erklärt habe, packe ich euch das nochmal oben in das i. Das ist ja auch ein Freitag-Video. Und zwar zum einen das Stempelset mit Frau Blütenstempel zusammen. Da habt ihr euch vielleicht letzte Woche genauso gewundert wie ich. Obwohl, hatte ich das mit reingebracht ins Video? Ich glaube, nee, ich glaube nicht. Und zwar, das ist ein Fehler. Das Set ist nur so. Ich hatte mich ja gewundert, warum auf beiden Seiten, also warum es doppelt ist. Ne? Das ist ein Fehler, das kommt dann nur so bei euch an. Das ist quasi ja, ein Herstellungsfehler gewesen. Genau, dann haben wir hier einmal Glückwunsch, alles Liebe, viel Glück, Dankeschön, denk an dich und Happy Birthday. Nennt sich Glückwunsch. Genau, dieses ist quasi ein kleines Set dann. Dann haben wir hier ein großes Set. Da waren einige schon scharf drauf. Nee, auf das andere. Genau, auf Blütenblattzart. Ich fand den Namen so toll. Hier haben wir einmal Set Deko. Und hier habe ich sogar schon was draus benutzt. Das seht ihr dann morgen im Video. Das ist mit Carolas Bastelstäbchen zusammen. Hier könnt ihr quasi einmal ja, euren Blumentopf quasi stempeln, ne, mit Grün. Dann habt ihr hier noch Zweige und Blümchen und ja, Deko. So heißt das Set ja auch. Deko. Habt ihr quasi einmal alles. Das ist auch sehr süß. Ein Herz mit einem Wimpelchen dran. Genau, dieses. Dann, Uhren gehen immer. Ne, eine schöne Taschenuhr und ein Spruch dazu. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Genau, auch mit Carolas Bastelstübchen. Meine Güte. Das nennt sich, alles hat seine Zeit. Dieses und dann noch dieses hier, auch mit Frau Blütenstempel. Das wollten jetzt letzte Woche schon einige haben. Es tut mir leid, heute könnt ihr dann zuschlagen. Das heißt Blütenblattzart. Den Namen fand ich so klasse. Hier könnt ihr, ne, eure Blümchen stempeln, ausmalen. Müsst ihr nicht ausmalen. Hier habt ihr noch für dich alles Liebe, Glückwunsch und vermisse dich. Sehr schön. Ist das Eukalyptus? Kann mir das einer sagen? Ich glaube schon. Eukalyptus, sehr schick. Ja. Genau, und dieses Set, das waren die Stempelchen. Wie gesagt, bei den Stanzen bin ich mir schon gar nicht mehr sicher. Jetzt zeige ich euch noch die Sachen, die ich noch mit dazu bestellt habe. Und zwar gab es wieder Washi-Tapes. Und da haben wir hier einmal Butterblumen. Das kennt ihr bestimmt auch schon. Das gab es nämlich oder gibt es als Designerpapier. Ich mache euch das mal wieder auf. Mich interessiert es ja auch immer, wie das dann so ein bisschen abgerollt aussieht. Ah, mal gucken, ob ich es ja auf Anhieb hinkriege. Finde ich sehr, sehr schön. Ja. Da haben wir einmal Butterblume. Das sieht dann so aus. Ist wieder ein bisschen transparent. Sehr schön. Ist, Moment, jetzt habe ich es kaputt gemacht, ne? Ist bestimmt wieder 10 Meter lang. Und 10 Meter lang und 4 cm breit. Genau, das ist dieses. Und dann habe ich noch, Moment, dieses hier. Zartes Frühlingsmuster, das ist 5 cm breit und auch 10 cm lang. Das dürftet ihr auch kennen. Das gibt es nämlich auch als Designerpapier. Ja, auch das mache ich mal auf.
Das war jetzt widerspenstig. So, auch das ist wieder ein bisschen transparent. Und sieht dann... Hoppala, jetzt habe ich es auch noch eingerissen. Ach, das kann passieren. Bin gerade ein bisschen ungestüm. So, jetzt aber. Das sieht dann so aus. Genau, sehr, sehr schön. Auch hier könnte man das Blümchen einfach ausschneiden und hat es dann quasi schon als Aufkleber. Ja, das waren die Washi-Tapes. Dann habe ich Stanzen wieder mitbestellt. Und zwar Luftballons. Luftballons gehen ja auch immer zu allen Anlässen. Und da gibt es einmal Variante klein und Variante groß. Wenn ihr Maße zu gewissen Sachen haben wollt, schaut bei der Artikelbeschreibung, da steht mit dabei. Falls es mal nicht sein sollte, könnt ihr gerne schreiben. So, einmal Luftballons klein. Die sehen dann so aus, sind drei Stück, drei verschiedene. Und dann habt ihr natürlich auch noch die Fäden mit dazu, mit einem Schleifchen unten dran, wo ihr die dann quasi aufhängen könnt. So, habt ihr euch selbstverständlich wieder ausgestanzt. Die sehen dann so aus. Die möchte ich dann auch mit euch benutzen. Ich weiß noch nicht, ob ich die kleinen oder die großen nehme. Es kommt ganz drauf an, wie groß ich quasi den Kartenrolling mache. So, weil die Karte soll ganz, ganz schnell gehen. Heute wirklich ganz, ganz schnell. So ratzibatzi. Das sind einmal die kleinen. So. Und dann die großen. Ich glaube, ich nehme die. Dann ist quasi die Karte einmal ausgefüllt. Und hier sind sogar 6 Fäden dran. Das heißt, man könnte jedes doppelt nehmen, wenn man sie übereinander packt. Weil hier sind ja nur 3. Mal gucken, was ich dann nutze. Und das sieht dann so aus. Auch sehr schön. Sehr schön. Moment, das möchte ich euch richtig zeigen. Na, bleibst du hier? Na, also, sag mal. So sieht's aus. Sehr, sehr schön. Überlege ich mir gleich noch. Dann müsste ich ja vielleicht die nochmal ausstanzen. Oder man lässt es halt frei. Ja, kann man natürlich auch machen. Je nachdem. Und ich habe mir auch selbstverständlich noch die Kreativsüchtig mitbestellt. Ich finde die auch so schön. Bin da auch sehr begeistert von der Zeitschrift. Könnt ihr mal ein bisschen reingucken, ja, dass ich euch hier keine Anleitung zeige oder so. Oder Layouts, sondern schon die gebastelten Werke quasi von denjenigen welchen, die hier mitmachen. Nee, nicht mitmachen, sondern ich weiß gar nicht, wie das bei der Zeitung ist. Da kann man sich, glaube ich, bewerben, oder? Dass man, dass man seine Kreation zeigen darf. Ich habe das noch nicht so, verfolgen können, wie das läuft. Aber ich mag die Zeitung wirklich sehr gerne. Kann man sich auch schöne Inspirationen holen, wenn man sich so die Werke von den anderen anguckt. Nee, das darf ich euch nicht zeigen. Hier sind Layouts. Dann sind hier natürlich auch noch Kolumnen drin. Hier haben wir auch noch Scrapbooking-Seiten. Und ja, wunderschön. Kann ich euch nur empfehlen, die Zeitung und halt viele Anleitungen zu gebastelten Werken, was man so Schönes machen kann. Also nicht nur Layouts, sondern manchmal sind auch Alben drin und Boxen und ach, ganz viele Sachen. Ja, hier vorne steht es ja nochmal drauf. Hier drin ist zum Beispiel Kartenshowcase XXL, dann was Upcycling-mäßiges und ein Travel Journal. Also sehr schick. Ja, finde ich immer wieder toll. Gucke ich auch immer wieder gerne rein. Also ich habe so noch so meine Zeitung, da gucke ich auch immer wieder mal rein. Jetzt die versprochene ganz, ganz schnelle Karte. Wirklich, ratzibatzi soll die gehen. Und zwar möchte ich, wie gesagt, die Luftballons nutzen und dachte mir, wir machen jetzt mal eine quadratische Karte. Mal wieder. Ich denke, ich nehme die kleinen Luftballons. Ich wollte eigentlich die großen nehmen, aber ich glaube, ich nehme die kleinen. Ich möchte eine kleine Karte machen. Und zwar mache ich die jetzt 10x20 in weiß einfach nur. Und dann müssen wir sie bei 10 falzen und dann könnte man den Hintergrund etwas gestalten. Ich glaube, das mache ich zuerst, bevor ich den Spruch anbringe. Den können wir nämlich dann gleich mit drauf stempeln. Oder mache ich das vorher? Ich glaube, ich bin mir schon wieder unschlüssig, ob ich es vorher mache, denn ich möchte mit Farbe rumspielen.
Solche Sachen gehen ja immer schön schnell, wenn man einfach ein bisschen mit Farbe rumkleckst. Kann man natürlich auch stempeln. Gibt ja auch die schönen Klecksstempel, aber momentan wisst ihr, ich habe es irgendwie mit Aquarellfarbe und ein bisschen rumspritzen. So. Und jetzt würde ich wirklich zuerst den Spruch nehmen und dann mit Farbe drauf gehen. Genau. Machen wir das so. Ich decke mir das dann zur Not ab. Das ist kein Problem. Und ich nehme gleich aus dem neuen Set hier das Glückwunsch oder das für dich. So, ich habe es mal eben in meine Stempelhilfe eingespannt. Das ist mir ein bisschen sicherer. Und ich würde das Ganze in Schwarz stempeln, damit die Schrift dann einfach schön rauskommt. Ich würde jetzt auch noch mal schauen mit den Luftballons, wie ich die anordnen muss, beziehungsweise wo halt dann der Spruch hinkommt. Ich will den jetzt nicht einfach aufstempeln und dann habe ich es irgendwie vermasselt, weil ich den zu hoch gesetzt habe. Und wenn wir jetzt die Luftballons so anbringen, dann passt doch der Spruch da eigentlich ganz gut. Okay. Sehr schön. Die Schrift passt gut dazu, denn sie ist so ein bisschen filigran. Das passt irgendwie perfekt, würde ich fast sagen. Gut, dann spritze ich jetzt ein bisschen mit Farbe rum und werde auch gleich in dem Atemzug die Luftballons einfärben. Und zwar ist das zwar normales Farbkarton, aber bei dem bisschen Wasser, was ich verwende, dürfte da eigentlich nichts passieren. Und ich würde sie gerne metallisch anmalen, damit sie halt einfach rauskommen. Ja, damit sie quasi im Mittelpunkt stehen, weil die Karte ist weiß. Da brauche ich ein bisschen Bums hinter. Und dann nehme ich wieder meine Metallic-Palette dafür. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welche Farben. Drei Farben halt, die harmonieren zusammen. Wäre am besten. Und ja, wie gesagt, ich färbe mal eben die Ballons ein und dann in dem Atemzug haue ich dann auch ein bisschen Farbe in den Hintergrund. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich bei den Metallic-Farben bleibe oder dann auf normale Aquarellfarbe umsteige. Meine Paletten kennt ihr ja auch schon, die packe ich euch ja auch immer unten mit rein, je nachdem welche ich verwende oder manchmal auch beide. Kann sein, dass ich den Hintergrund wirklich dann schlicht in Farbe halte. So, schnell mal alles sauber gemacht und jetzt können wir eigentlich schon die Ballons anbringen. Ich hoffe, es ist soweit alles trocken, obwohl hier in der Mitte ist noch ein bisschen nass. Da muss ich halt einfach ein bisschen aufpassen. Aber die sind eigentlich schon trocken und ich würde sie etwas höher setzen, aber ich nehme mir nur die kleinen 3D-Punkte, also die so nur 1 mm hoch sind. Und zuletzt kommen noch ein paar durchsichtige Nuvos mit drauf. Ihr Lieben, wir haben fertig und so schnell geht eine Karte. Also die war jetzt wirklich ratzi-batzi fertig. Ich würde mal behaupten, unter 10 Minuten habe ich jetzt dafür gebraucht und ich finde sie schön. Also dafür ist die wirklich schick geworden. Braucht ja manchmal nicht viel. Ich hoffe, ihr könnt die Klecks im Hintergrund sehen. Das ist so ein heller Blauton.
Und dann halt die drei Ballons. Ihr habt ja gesehen, welche Farben ich davon genommen habe von der Palette. Die waren da so schön nebeneinander und haben so gut gepasst. Da dachte ich mir, nimmst du die gleich? Bei euch könnten die ein bisschen schwächer rüberkommen. Sie sind etwas dunkler, als ihr die vielleicht seht. Und dann halt dieser schöne filigrane Spruch darunter. Hier noch die Nuvos mit dazu. Ich finde sie wirklich schön geworden für eine Razzi-Bazzi-Karte. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln, wie immer. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das mit letzter Woche, dass ich euch quasi schon eine Woche vorher verrückt gemacht habe mit den Sachen. Es tut mir leid, es wird nie wieder vorkommen. Das, ich schieb's mal auf mein Virushirn. Da war noch ein bisschen was dabei, da. Ja. Ihr Lieben, wie immer wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!